Ja, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Regina Stottrop. Ich bin stellvertretende Vorsitzende hier im Haus der Architektur. Und wir haben uns sehr gefreut, als Herr Streitberger auf uns zugekommen ist und uns gebeten hat, doch an der Verfahrenserstellung mitzuwirken. Wir konnten unsere Erfahrungen, die wir jetzt langjährig entwickelt haben und machen konnten, konnten wir hier einbringen. Und da sind wir sehr froh. Und ich glaube, wir haben auch ein gutes Verfahren entwickeln können. Ich werde es Ihnen jetzt vorstellen. Warum Baugruppen? Das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen. Baugruppen sollen einen Beitrag leisten zu den besonderen Formen nachbarschaftlichen Wohnens. Sie sollen aber auch einen Beitrag leisten, am Wohnungsmarkt nicht angebotene Wohnungstypen und Wohnqualitäten herzustellen, eine Mischung von Wohn- und Lebensformen realisieren, eine Vielfalt der künftigen Bewohnerschaft mithelfen sicherzustellen, besondere Qualitäten von Gebäuden schaffen und gemeinschaftliche soziale, kulturelle Vielfalt des künftigen Clutquartiers mit ermöglichen. Was ist eine Baugruppe? Das ist auch nochmal wichtig hier zu sagen. Es geht also heute hier nicht darum, dass Wohnungen zu vergeben wären. Manchmal verwechseln die Bürger das und rufen an und sagen, wo kann ich eine Wohnung kriegen, wo kann ich mir eine Wohnung angucken. Also unter Baugruppen verstehen wir Gruppen von privaten Bauherrinnen und Bauherren, die sich zu einer Gemeinschaft zusammenschließen und gemeinsam ein Wohngebäude errichten wollen, mit dem Ziel, den erstellten Wohnraum auch selber zu nutzen. So, was kann denn gebaut werden? Einerseits natürlich die Wohnungen, aber uns ist es auch wichtig, dass Sie Ergänzungsnutzungen bauen können. Und zwar sollen Sie ja gemeinschaftlich, nicht ja, sondern Sie sollen oder Sie können, so muss man sagen, gemeinschaftliche, soziale oder kulturelle Ergänzungsnutzungen errichten. Und dazu können Sie maximal 15% der Nutzfläche des gesamten Objektes sozusagen für solche Nutzungen vorsehen. Und die könnten dann zum Beispiel durch einen privaten oder Kleininvestor erstellt werden und im Sinne der Zielsetzung der Baugruppe vermietet werden. Es müsste nur ausgeschlossen sein, dass es da keine kommerziellen Interessen von Seiten der Vermietung geben wird. Das ist uns wichtig, weil das hilft, in Summe auch nochmal dem Quartier mehr zu werden als nur ein reines Wohngebiet. Das wird es nicht, das haben wir schon gehört. Aber auch hier in dem Bereich bietet das die Chance für Sie, auch Flächen, die Sie gemeinschaftlich nutzen wollen, auch weiter an andere Gruppen, an andere Menschen im Quartier oder sonst wie weiter zu vermieten und für andere zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Wo können die Baugruppen bauen? Sie sehen hier das Areal des Clutquartiers. Das ist jetzt hier der städtebauliche Rahmenplan von Schäuvens und Wachten aus Dortmund, die wir seinerzeit den Wettbewerb gewonnen hatten und auf deren Entwurf der Bebauungsplan beruht. Sie sehen hier eine blau dargestellte Fläche. Seinerzeit war hier noch ein Gebäude vorgesehen, was mittlerweile aber zum Abriss vorgesehen ist. Auf diesen Flächen sollen die Grundstücke für die Baugruppen entstehen. Hier sehen wir jetzt den Bebauungsplan und sehen nochmal die Felder konkreter. Es geht also hier um drei Baufelder, das heißt nicht drei Baugrundstücke, sondern das heißt drei Baufelder. Was sind hier die Vorgaben? Nur jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Es gilt natürlich der Bebauungsplan, den sehen Sie hier. Es ist dort festgesetzt eine drei- bis viergeschossige Bebauung. Für das nördliche Baufeld ist eine geschlossene Bauweise vorgesehen. Für die beiden oder die übrigen ist eine offene Bauweise vorgesehen. Für alle gleichermaßen ist die maximale Höhe 13 Meter und eine maximale Bautiefe von 16 Metern festgesetzt. Außerdem eine GRZ von 0,6 und eine GFZ von 1,4. Das sind Dichtewerte. Die GFZ ist die wichtigere Zahl in dem Zusammenhang, die sagt, wie viel Fach sozusagen das Grundstück ausgenutzt werden kann, wie viel Wohnfläche man letztendlich dort darauf errichten kann. Also das 1,4-fache des Grundstückes selber. Sie sehen, das ist eine relativ hohe Dichte. So, wie viele Grundstücke stehen zur Verfügung? Sie sehen hier die Baufelder eingetragen. Die entsprechen hier den WA-Festsetzungen oder WA-Gebieten im Bebauungsplan. Deswegen haben wir die auch dann mal genauso bezeichnet. Das ist einmal das Baufeld 16. Das ist hier das südliche Baufeld. Das hat insgesamt 3250 Quadratmeter.
Dann das Baufeld 17, das hat 1660 Quadratmeter. Und das Baufeld 19, 1530. In Summe haben wir 6440 Quadratmeter Grundstücke zu vergeben. So, wie teuer sind die Grundstücke? So, hier sehen Sie die Preise. Die Grundstücke, die hier gelb hinterlegt sind, das sind die, die die besseren sind. Die kosten 950 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Und die orange dargestellten Flächen, die kosten 850 Euro pro Quadratmeter. Die sind deswegen preiswerter, weil natürlich die Zuordnung des Gartens nach Süden, also nach Norden liegt. Das heißt, die Gebäude an der Straße sind im Prinzip im Süden und der Garten liegt dann nach Norden hin orientiert. Deswegen haben wir eine unterschiedliche Preispolitik vorgeschlagen und auch das wurde auch so diskutiert und so ist, glaube ich, auch keine Fragestellung, weil die tatsächlich unterschiedliche Qualitäten haben, diese Grundstücke. So, jetzt haben wir mal hier eine beispielhafte Berechnung gemacht. Ich hoffe, Sie können das alle sehen. Das heißt nicht, dass wir das genauso uns denken, aber einfach mal, damit Sie mal sehen, was möglich wäre. Wir haben hier aufgetragen einmal natürlich die Baufelder selber, die Nutzung, die Dichte, offen oder geschlossene Bauweise, dann jeweils die Grundstücksflächen. So, und dann haben wir jetzt hier mal die Multiplikation mit dem mit dem Wert 1,4. Das ist dann die erzielbare Geschossfläche. Dann haben wir mal gerechnet, 80% der Geschossfläche in etwa ist dann die Wohnfläche an der Stelle, die man dort realisieren könnte. Und wenn man das jetzt mal weiter durchstrickt, dann wären das, wenn man mal auf 80 Quadratmeter pro Wohneinheit geht, das ist die Durchschnittsgröße, die modernes Köln für das Gesamtquartier als Durchschnittsgröße nimmt. Das muss jetzt nicht unbedingt das sein, was hier sozusagen die Baugruppen nachher realisieren werden, aber man muss mal erstmal einen Ansatz finden. Dann könnten beispielsweise auf dem WA16, also auf dem größten Grundstück, könnten insgesamt 46 Wohneinheiten entstehen. Wenn man das jetzt beispielsweise in zwei Baufelder Ost und West aufteilen würde, könnten bei ungefähr gleichmäßiger Aufteilung jeweils in etwa 23 Wohneinheiten auf der Hälfte der Grundstücke entstehen. Oder wenn man jetzt mal das WA17 durchdekliniert, dann könnten dort jeweils 12 auf der Hälfte entstehen. Bei dem WA19, das war das nördlichere von den dreien, wenn man es zweiteilen würde, 10 und 11, so in etwa. Das sind jetzt nur mal Orientierungsgrößen. Wie gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass Ihre Gruppen im Durchschnitt 80 Quadratmeter Wohnflächen haben wollen pro Wohneinheit. Wir wissen das gar nicht, das kann sich ja total spreizen, das können kleinere, aber natürlich auch größere Flächen sein. Das sind jetzt einfach mal mögliche Baufelder, auch das ist noch nur als Vorschlag zu verstehen, aber einfach damit Sie sich das nochmal bildlich vorstellen, man könnte das südliche Baufeld sowohl längsteilen als auch querteilen. Man kann die beiden anderen Baufelder zweiteilen oder auch belassen jeweils. Man kann sich aber auch sicher drei Teilungen vorstellen. Das hängt jetzt davon ab, wie groß die Gruppen werden, das wissen wir ja noch nicht. Und da wird es nachher eine Zuteilung geben und eine Grundstücksaufteilung, die wir jetzt noch nicht kennen und die wir jetzt auch noch nicht festlegen wollen. Wir wollen, dass Sie darüber entscheiden, wie groß Ihre Grundstücke werden. Ich erkläre Ihnen auch nachher, wie Sie das herausfinden können. Alles etwas kompliziert, etwas dubios vielleicht momentan noch. Aber ich hoffe, wir können das noch im Laufe des Abends klären. So, das war ein schneller Ritt durch das Grundstück selber, durch die Grundstücke selber. Herr Schreitberger sagte schon, dass uns wichtig ist, dass es ein transparentes Verfahren gibt. Es gibt einen Festpreis. Wichtig nochmal zu erwähnen, das Grundstück ist altlastenfrei, also völlig altlastenfrei übergeben werden und erschlossen. Das heißt also, Sie können dann anfangen zu bauen. Und was uns noch wichtig war, die Kriterien und Gewichtung der Vergabe werden zu Beginn bekannt gegeben. Das tun wir hier heute. Ein weiterer Grundsatz war, einen leistbaren Aufwand für die Gruppen zu ermöglichen, also dass wir jetzt sie nicht in unheimlich viel Arbeit und Geld ausgeben treiben, ganz viele Gruppen und es kommen nachher nur 6 zum Zuge. Wir haben also ein mehrphasiges Verfahren, in dem der Anteil der beteiligten Gruppen schrittweise reduziert wird und der Aufwand der Gruppen schrittweise erhöht wird.
So, Herr Streitberger sprach schon von dem Beirat. Das ist natürlich auch ein wichtiger Grundsatz, dass man hier externe Fachleute, auch wirklich Fachleute dabei hat. Der wird zusammengesetzt, der Beirat. Herr Axel Fricke von der Stadt Stuttgart ist dabei, der aktuell in Stuttgart auch dabei ist, Verfahren für Baugruppenvergaben aufzustellen. Die Stadt Stuttgart hat entschieden, dass sie für sämtliche städtische Grundstücke anteilig Baugruppen Grundstücke vergibt. Und da ist die auch gerade aktuell dabei, dieses Verfahren zu erstellen, oder haben die auch schon jetzt erste Erfahrungen mitgemacht. Die Frau Angela Hansen von der Agentur für Baugemeinschaften aus Hamburg ist dabei, auch sie eine ausgewiesene Expertin zum Thema Baugruppen. Dort gibt es diese Agentur für Baugemeinschaften schon seit vielen, vielen Jahren. Auch die vergeben eben Grundstücke von städtischer Seite an Baugemeinschaften. Dann wird Herr Jürgen Minkus als Vorsitzender des Gestaltungsbeirates der Stadt Köln daran teilnehmen. Und Frau Ulla Schreiber war die ehemalige Baubürgermeisterin der Stadt Tübingen. Und Tübingen ist quasi die Erfinderstadt der Baugruppen. Auch sie hat da sehr viel Erfahrungen. Tübingen hat ein ganzes Stadtquartier mit Baugruppen entwickelt. Ein ganz tolles Projekt, das sollten Sie sich alle mal anschauen. Aber ich denke, viele von Ihnen kennen das sicher. Und Herr Trommer ist Architekt aus Bonn, war ehemals Stadtbaurat in Bonn. Und auch ihn konnten wir für das Verfahren gewinnen. So, wie sieht das Verfahren aus? Sie haben hoffentlich alle den Zettel. Wer den noch nicht hat, möge mal kurz die Hand heben, dann reichen wir dann noch Exemplare weiter. Wir haben hier noch jede Menge. Das schaffen wir, dass Sie die auch gleich vor sich haben. Aber ich glaube, wir können das auch gleich noch besser am Bildschirm sehen. Was man jetzt hier im Überblick sehen kann, auch wenn Sie es nicht lesen können im Detail, drei Farbfelder, das sind die drei Phasen. Die erste rote Phase, die beginnt heute. Die zweite blaue Phase beginnt dann, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, im Januar 2014. Und die dritte Phase dann im Mai 2014. Die erste Phase wird am 10. Januar beendet sein. Ich erkläre Ihnen gleich, was wir im Detail von Ihnen in dieser Zeit wissen wollen. Die entscheidende Phase wird dann die Ausfallphase sein, für die dann in etwa 3 Monate Zeit sind. Mitte Mai wird die Beiratssitzung stattfinden und danach beginnt dann die Optionsphase. Das Ziel ist, dass Ende des Jahres die Kaufverträge unterzeichnet werden können. Die Bewerbungsphase, das ist also das jetzt der Schritt, der Ihnen jetzt bevorsteht. Den haben wir relativ kurz gehalten, weil er eigentlich ein eher formaler Schritt ist und weniger ein großer inhaltlicher Schritt ist. Und zwar möchten wir, dass Sie in dieser Phase zu zwei Dingen Aussagen machen, die wir nachvollziehbar und plausibel finden. Das ist einmal, dass Sie die Projektidee Ihrer Baugruppe formulieren, nur ganz kurz auf einer Seite, und dass Sie die Projektdurchführung, wie Sie sich vorstellen, die Projekt durchzuführen, dass Sie auch das formulieren. Und das muss schriftlich erfolgen. Dafür haben Sie Formblätter, das erklären wir gleich noch. Das sind sozusagen zwei allgemeine Dinge. Und dann wollen wir aber, dass es zwei Vorgaben gibt, die fest verbindlich sind. Und zwar einerseits braucht es eine Mindestzahl von mindestens 6 Personen, verbindliche Mitglieder der Gruppe. Das haben wir deswegen so konzipiert, weil wir der Meinung sind, dass 3 Personen oder auch 4 Personen noch keine Gruppe sind. Das ist eine Kerngruppe. Aber wir möchten schon, dass sie eine ernsthafte Gruppenanzahl sein wollen, sollen. Da haben wir also die Personen die Zahlen auf 6 festgesetzt. Und gleichzeitig wollen wir, dass sie sich natürlich damit auseinandersetzen, dass es teuer werden wird oder nicht billig zumindest. Und dass sie insofern ein Viertel des Eigenkapitals des Grundstückspreises vorweisen müssen. Das erläutere ich gleich, wie das genau zu erfolgen hat. Und das sind die sogenannten Eignungsvoraussetzungen. Sozusagen, wer das jetzt nicht in der Lage ist, vorzuweisen, der würde zum weiteren Verfahren nicht zugelassen. So, das ist jetzt keine ganz große Hürde und das ist auch eine Leistung, die bis Januar erfolgen kann. Wir wissen, dass viele von Ihnen ja auch
schon in den Startlöchern stehen und in den Hufen scharren. Gleichwohl ist das, denke ich, auch von Gruppen leistbar, die sich bisher noch nicht in ganz großem Umfang mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, gleichwohl aber schon auch eine Gruppe sind. So, dann kommt die Auswahlphase. Ach so, ich muss noch vielleicht noch kurz erwähnen, dass die formale Prüfung erfolgt durch uns, durch das HDAK. Das ist also tatsächlich nur eine formale Prüfung. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir die Projektideen oder die Projektdurchführungsthemen, die Sie dort benennen, dass wir die in irgendeiner Form bewerten. Das Einzige, was wir beurteilen, ist, gibt es 6 verbindliche Mitglieder und ist das Eigenkapital in Höhe von mindestens einem Viertel des Grundstückspreises nachgewiesen. Das erklären wir Ihnen gleich auch noch, wie Sie das nachweisen. Das ist sozusagen das Einzige, was wir prüfen. Und alle, die sozusagen erfolgreich durchgeprüft werden, kommen in die nächste Phase. So, das ist jetzt die entscheidende Phase. Und in dieser Phase gibt es auch nochmal Voraussetzungen, die dann bis Ende April ja quasi gewährleistet sein müssten. Nämlich dann müssen Sie mindestens auf die Hälfte der Mitglieder angewachsen sein, die Sie werden wollen. Sie wollen irgendeine Gruppengröße erreichen und wir möchten, dass Sie dann bis Ende April die Hälfte der Mitglieder verbindlich beieinander haben und wir wollen gleichzeitig, dass Sie bis dahin die Hälfte des Eigenkapitals des Grundstückskaufpreises beieinander haben und nachgewiesen haben. Das wären auch wieder Eignungsvoraussetzungen, um an diesem Schritt sozusagen in die Bewertung zu kommen. Die Bewertung, die wird 50% über objektbezogenes Konzept erfolgen und 50% über gruppenbezogenes Konzept. So, was heißt das jetzt? Das objektbezogene Konzept bezieht sich auf das Wohn- und Nutzungskonzept und auf das baulich-funktionale Grobkonzept. Wir wollen hier keine Architekturentwürfe haben, die werden wir auch nicht bewerten. Wir wollen, dass Sie sich mit dem Wohn- und Nutzungskonzept auseinandersetzen und uns sagen, welche Wohnkonzepte Sie entwickeln wollen, was Sie denken. Also ich denke, nur wohnen wollen ist zu wenig, das wissen Sie auch alle, das wollen Sie ja auch, nicht nur, aber natürlich auch. Und Sie sollen uns sagen, wie die Wohnformen aussehen, die Sie konzipieren wollen, auch wie das Nutzungskonzept aussieht für diese möglichen 15% Flächen, die Sie zusätzlich anders nutzen können. Was haben Sie da für Ideen? Was wollen Sie dort tun? Das wollen wir wissen. Und dieser Anteil, der wird mit 30% dann quasi gewertet. Und da spielen beispielsweise als Kriterien das Thema Wohnform, sagte ich schon, auch wohnungspolitische Innovation eine Rolle oder auch die Räume für soziale und kulturelle Nutzung. Diese Aspekte werden da bewertet. Auch noch weitere, wir werden die nicht alle exakt Ihnen im Detail auflisten, weil wir natürlich nicht wollen, dass Sie sich alle an dieser Matrix abarbeiten und alle mit gleichen Konzepten auflaufen. So nach dem Motto, dann haben wir die höchsten Erfolgsquoten, wenn wir genau die Liste abarbeiten. Deswegen gibt es diese Liste für Sie nicht, sondern nur für das Gremium. Und gleichwohl möchten wir auch, Herr Streitberger sprach das auch schon an, das scheint jetzt alles sehr formalisiert, gehen Sie mit Ihren Ideen. Also wir wollen wirklich Ihre Ideen haben. Wir wollen Ihre Konzepte haben und die wollen wir bewerten können und deswegen brauchen wir die Ideen und wir möchten Sie nicht sozusagen zu sehr einengen, indem wir Ihnen sagen, was genau alles abgeprüft wird. Das andere ist das baulich-funktionale Grobkonzept. Wir haben gesagt, ich habe gesagt, wir wollen keine Architekturentwürfe. Was wir aber wissen wollen, ist, wie sieht beispielsweise die Erschließung von dem Gebäude aus? Haben Sie vor, mit dem Aufzug zu arbeiten und über Laubengänge zu erschließen? Wollen Sie große Treppenhäuser oder wollen Sie mehrere Einzelhäuser nebeneinander bauen, aneinander gebaut? Wie sehen die Freibereiche aus, die Bezüge aus dem Gebäude, aus dem Haus, aus einer Struktur? Das kann also sozusagen eine Drahtgitterzeichnung sein oder eine Skizze. Das muss also nichts baulich, architektonisch Konkretes sein, aber gleichzeitig machen Sie sich ja natürlich Gedanken. Stapeln Sie die Dinge oder wollen Sie die nebeneinander anordnen? Wie ist der Freibereich, sagte ich schon, welche Gemeinschaftsflächen sind wenn wo? Also solche Informationen wollen wir da haben. Und diese Informationen werden mit 20% gewertet. Da geht es um Qualität, um Gemeinschaftsaspekte in Gebäude oder Freianlagen.
Aber auch um die Frage professionelle Unterstützung. Haben Sie Hilfe dabei? Werden Sie Hilfe in Anspruch nehmen wollen? Benennen Sie uns die Personen und die sollen auch zeigen, ob sie Wohnungsbau oder auch Wohnungsbauprojekte schon mal gemacht haben. So, die 50% gruppenbezogenen Konzepte, die beziehen sich einerseits mit 30% auf die Organisation der Gruppe. Da wollen wir von Ihnen wissen, wie weit sind Sie mit Ihrer Organisationsstruktur schon? Wie sieht die aus? Haben Sie schon irgendeine Art von Konstrukt gebildet? Weil eine Gruppe allein ist ja sozusagen erstmal nur eine Gruppe. Die muss sich ja auch in juristischen Formen irgendwann gießen. Deswegen wollen wir wissen, wie Sie sich das vorstellen, auch wie Sie innerhalb der Gruppe arbeitsteilig Dinge weiterentwickeln. Wir wollen wissen, welche bisherigen Aktivitäten Sie unternommen haben, aber auch, ob Sie da auch da für dieses Thema eine professionelle Unterstützung haben. Und auch da wollen wir wissen, wer das ist, beziehungsweise ob die Erfahrung hat, diese Person. Dann 20% zählt dann noch die Gruppenzusammensetzung. Da wollen wir wissen, welchen Anteil Familien, Kinder, Rentner beispielsweise oder auch am Wohnungsmarkt benachteiligte Personenkreise in der Gruppe dabei sein werden. Auch das möchten wir von Ihnen wissen und das geht in die Bewertung mit ein. So, wenn man die Summen dieser Prozentzahlen addiert, dann kommt man auf 100. Jetzt sehen Sie da unten drunter noch einen weiteren Aspekt und das sind einkommensabhängige Zusatzpunkte. Wir möchten hier 20 mögliche weitere Punkte, also 20% obendrauf quasi, den Gruppen geben, die ich fange nochmal von vorne an. Ein Vorwurf, der gerne gemacht wird, der zwar auch nicht stimmt, aber der trotzdem gerne gemacht wird im Bereich der Kinderheimgelände, ist, dass das ja alles nur Wohnen für Besserverdienende sei. Das stimmt zwar nicht, gleichwohl kann man dem Verfahren das so nicht ansehen. Wir wollen, dass man dem Verfahren ansieht, dass das nicht unser Ziel ist. Wir möchten auch eine breite Bevölkerungsgruppe ansprechen. Wir wissen, dass es nicht ganz preiswert ist mit die Grundstückskosten, gleichwohl ist es machbar. Und wir möchten hier sozusagen den Gruppen, die verbindliche Gruppenmitglieder haben, die in dem Einkommensbereich Typ B des öffentlich geförderten Wohnungsbaus liegen, dass die sozusagen einen Vorteil haben gegenüber Gruppen, die das nicht haben. Damit, das gibt jetzt sozusagen keinen finanziellen Vorteil. Diese Gruppen müssen damit auch jetzt nicht den sozialen Wohnungsbau realisieren für diese Mitglieder in ihrer Baugruppe, für die das zutrifft. Wir möchten nur, dass sozusagen die eine bessere Chance bekommen, weil wir diese Mischung auf dem Grundstück gut finden. Und wir haben also vor, dass das höchstens 4 Personen sein sollen oder 4 Personen sein können. Also 4 mal 5 Punkte wären 20 Punkte, die es geben könnte für Gruppen, die sozusagen Mitglieder haben, die das Einkommen nachweisen können, das innerhalb der Einkommensgruppe Typ B des öffentlich geförderten Wohnungsbaus liegt. So, diese Unterlagen werden dann, ich zeige nochmal gerade die Zeitschiene, Ende April eingereicht bei uns und diese Unterlagen werden dann vom Haus der Architektur gesichtet und sortiert und sozusagen aufbereitet für den Beirat. Und der Beirat, der bewertet dann anhand der Kriterien und Gewichtungen die Bewerbungen der Baugruppen und legt eine Rangfolge der Bewerbungen fest. Von 1 bis 25, sage ich jetzt mal. Wir wissen noch nicht, wie viele es werden, aber so ungefähr vermuten wir. So, und jetzt wissen Sie ja, dass wir noch nicht wissen oder Sie ja auch noch nicht, wo Sie eigentlich bauen sollen, wollen, können. Das heißt, es gibt ja noch keinen konkreten Bauort, Bauplan. Das heißt, das Gremium hat jetzt die schwierige Aufgabe, einerseits zu entscheiden, welche Gruppen es werden und andererseits auch eine Zuweisung der Gruppen auf die Grundstücke zu betreiben. Und das passiert gleichzeitig bzw. an 2 Tagen. Also der Beirat wird dafür 2 Tage Zeit haben. Es wird also erst diese Rangfolge gebildet. Sie werden in den Unterlagen Gelegenheiten haben, zu sagen, ob Sie ein Nordgrundstück haben wollen oder ein Südgrundstück. Das hat ja einen Unterschied im Preis.
Und dann haben Sie ja, machen Sie eine Vorgabe, wie groß Ihre Gruppe sein wird. Und damit haben wir auch eine Vorgabe, wie groß das Grundstück in etwa sein müsste, für das Sie sich bewerben. Und das bereiten wir so auf, dass das Gremium in der Lage ist, sozusagen dann eine Verteilung vorzunehmen. Und zwar haben wir uns das folgendermaßen vorgestellt: Die besten 10 Gruppen, die sozusagen in der Rangfolge herausgefiltert wurden in dieser Bewertungskommission durch die Kriterien, die aus den 10 besten sucht die Bewertungsgruppe, der Beirat sucht die Gruppen aus und sortiert die Gruppen zu, die am besten geeignet sind, einerseits den Zielen in der Präambel formuliert sozusagen nahe zu kommen und gleichzeitig für die Grundstücke die geeigneten Grundstücke für die Grundstücke die geeigneten Gruppen sind. Also der Beirat entwickelt und erkennt, ich lese das nochmal vor, der 10 besten Bewerbung einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke und zur Zuweisung der am besten geeigneten Baugruppen auf die Grundstücke. Aus diesen 10 besten werden so dann diejenigen ausgewählt, sagen wir mal 6, wir wissen es ja noch nicht, die den Zuschlag erhalten. Die übrigen aus dieser Gruppe werden als Nachrücker in Rangfolge nominiert, sodass dann am Ende der Auswahlphase, oder nicht am Ende, sondern nach der Beiratssitzung, in der Beiratssitzung feststeht, wer den Zuschlag erhalten soll und auch wer mögliche Nachrücker sein werden. Dann beginnt die Optionsphase und in der Optionsphase haben dann die Baugruppen, die den Zuschlag erhalten haben, jede Menge Arbeit zu erledigen. Die müssen dann einerseits die Reservierungsgebühr zahlen in Höhe von 10.000 Euro. Das ist nicht so viel Arbeit, aber das ist sozusagen wichtig, damit moderne Stadt auch schon Dinge vorbereiten kann. Gleichzeitig wird die Vorentwurfsplanung, die Planung und die Genehmigungsplanung vorangetrieben werden müssen. Also erst hier kommen sozusagen die Architekten ins Spiel und gleichzeitig müssen sie dann die Finanzierung konzeptionell zusammenbringen und nachher eine Finanzierungszusage liefern. Ich erläutere nochmal die etwas komplexere Grafik an der Stelle. Also Sie müssen innerhalb von bis Mitte Juli müssen Sie dann eine Vorentwurfsplanung vorlegen und gleichzeitig mit der das Finanzierungskonzept entwickeln und das dann gleichzeitig vorlegen. Ein Finanzierungskonzept, in dem drin steht, jetzt nicht nur, wie Sie die Grundstückskosten aufbringen, da haben wir ja die Hälfte sozusagen, haben Sie ja schon nachgewiesen, sondern natürlich auch, wie Sie insgesamt die Kosten stemmen für das ganze Projekt. Und dazu muss man natürlich die Projektplanung haben, die wird quasi parallel entwickelt. Dann wird daraufhin die Entwurfsplanung konkretisiert und die Genehmigungsplanung und parallel wird dann aus dem Finanzierungskonzept eine Finanzierungszusage, die wir von Ihnen dann haben wollen. Die genauen Daten dafür, die bekommen Sie dann noch. Und hier in der Mitte gibt es einen Balken, der sehr wichtig ist, der ohne den Sie nämlich nicht auskommen in der Phase. Das ist die sogenannte, es piept hier immer, ich hoffe, das geht nicht aus. Okay, alles gut. Die Qualitätssicherung, das erläutere ich jetzt nochmal gerade auf der nächsten Folie. Was bedeutet das? Einerseits werden die Konzepte, die Sie uns geben, die Baugruppenkonzepte, auch die Architekturentwürfe und die Gestaltung der Frei- und Außenanlagen, die werden Teil der Kaufverträge. Das ist, also Sie können uns jetzt nicht hier irgendwas erzählen im Vorfeld, so nach dem Motto, Hauptsache wir kommen ans Grundstück und das, wir sorgen dafür, dass das auch in die Kaufverträge kommt, das ist das eine. Das andere ist aber, dass es Abstimmungstermine gibt, die wir brauchen, die Sie brauchen, und zwar mit den jeweils benachbarten Grundstücksgruppen bzw. Baugruppen. Da geht es um die Frage Tiefgaragen, wo liegt die Tiefgarage, wo sind die Zufahrten, wo wird durchgefahren. Da geht es um die Frage Freiraumplanung, wie sind die Gärten zugänglich, wo gibt es Grenzen, gibt es gemeinschaftliche Spielplätze oder gibt es irgendwas Gemeinschaftliches, womöglich auch in den Bereichen, in den Gärtenbereichen. Wie ist die Zugänglichkeit in den Baublock insgesamt, aber auch beispielsweise das Thema Wandhöhe und Höhen der Attika bei aneinandergebauten Gebäuden und auch Material und Farbe. Also all diese Themen, die müssen sozusagen einvernehmlich gelöst werden. Und wer da sozusagen nicht mitmacht, kriegt sein Grundstück nicht. Kriegt nicht sein, sondern das Grundstück nicht. Also das ist... das ist mit dieser Qualitätssicherung hier gemeint, mit diesem Balken. Und Sie sehen, alle drei Balken sind notwendig, um nachher den Kaufvertrag auch
unterzeichnen zu können. Welche Chance haben Nachrücker, haben Sie sich jetzt schon gefragt. Also die Verkäuferin behält sich vor, von einem Verkauf an die ausgewählten Gruppen Abstand zu nehmen, wenn die Reservierungsgebühr nicht entrichtet wird, wenn die Unterlagen in vorgegebenen Fristen nicht vorgelegt werden und wenn die Vorgaben der Qualitätssicherung nicht eingehalten werden. In diesem Fall wird das Verfahren mit der Nachrückergruppe gemäß Rangfolge fortgeführt. So, Bewerbungsphase. Das hatte ich im Prinzip schon ausgeführt. Sie sollen was zur Projektidee sagen, was sind die Ziele, besondere Ansätze, gewünschte Eigentumsformen der Gruppe sowie Wohn- und Nutzungskonzept. Sie sollen die Gruppe beschreiben, Zusammensetzung, aktuelle und geplante Haushalte, Angaben zu den verbindlichen Mitgliedern, Projektdurchführung, Organisationsstruktur, gegebenenfalls Betreuer und Berater, Angabe zu Höhe Eigenkapital und Benennung eines bevollmächtigten Vertreters. So, diese Angaben, ich glaube, wir sind doch viel schneller als gedacht, Angaben sind in vorbereitete Formblätter einzutragen. Wir haben das ein bisschen formalisiert, ein bisschen sehr vielleicht. Nehmen Sie sich die Freiheit, Ihre Texte zu formulieren, ne? Aber wir brauchen ein paar Dinge, die wir von Ihnen abverlangen. Alles in die Formblätter eintragen, inklusive Ihrer Texte, alle Anlagen dazu bis zum 10. Januar beim HDA schriftlich einreichen. Wir hatten schon gesagt, dass das die formale Prüfung erfolgt durchs HDAK. So, wo bekomme ich die Unterlagen? Sie können hier diesen QR-Code abkopieren und sehen dann gleich im Internet, wo es steht. Aber Sie können auch auf die www.baugruppen-klut.de Webseite gehen. Da haben wir die Unterlagen heute Abend freigeschaltet. Dort können Sie einerseits sozusagen alle Details finden, die ich Ihnen jetzt mündlich dargestellt habe. Die Teilnahme an dem heutigen Verfahren oder heutigen Veranstaltung, die war jetzt nicht verpflichtend. Also auch alle anderen können sozusagen mitmachen. Es ist ja auch hier nur eine beschränkte Raumgröße. Also man musste nicht heute hier gewesen sein, um mitmachen zu können. Wo kann ich Fragen stellen? Gleich hier, das beantworten wir auch. Darüber hinaus werden auf dieser Homepage auch die Fragen und Antworten abgewickelt. Da gibt es ein Formular, in das Sie sozusagen Ihre Fragen formulieren können. Und wir sammeln die und werden ungefähr einmal in der Woche die Antworten dort einstellen. Und diese Antworten sind für Sie auch alle relevant. Deswegen müssen Sie sich sozusagen auch verpflichten, dass Sie das lesen und nachhalten. Das ist ja eine gute Methode, um sozusagen alle auf dem Laufenden zu halten und alle über alles auf den Stand zu bringen. Dann nur noch eine kleine Sache in eigener HDAK-Sache. Das Netzwerk für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen gibt es im Haus der Architektur auch. Das ist ein unabhängiges Netzwerk, auch vom Vergabeverfahren völlig unabhängig. Wenn Sie aber alle möglichen Fragen haben, auch noch Einzelpersonen sind, sich als Gruppe organisieren wollen, wie auch immer, finden Sie dort Gelegenheit zum Austausch und auch Ansprache. Das findet regelmäßig im Kubus drüben statt. Der nächste Termin ist 18.11. der 18.11. um 19 Uhr im Kubus drüben. Können Sie also sich informieren. Das hat jetzt mit dem Verfahren hier nichts zu tun, aber gleichwohl sind wir sicher, dass es für viele noch Fragen gibt oder auch den Wunsch nach Austausch, wie auch immer. So, da ist auch nochmal die Homepage, wo Sie diese Informationen bekommen können. Ja, das war jetzt schon ein schneller Ritt durch das Verfahren, aber ich denke, es wird noch einige Nachfragen geben oder auch jede Menge. Wir stehen Ihnen zur Verfügung und erstmal herzlichen Dank.